Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns, Tropica Pictures. In diesem Video widmen wir uns einem weiteren DaVinci Resolve Tutorial und ich werde euch nämlich zeigen, wie ihr eure Ton direkt in DaVinci Resolve aufnehmen könnt. Falls ihr noch nicht wisst, wie das geht, ist das Video auf jeden Fall genau richtig für euch. Also bleibt dran, gleich geht's los. Davor nochmal ein kurzer Hinweis. Falls ihr neu auf unserem Kanal seid, würde es uns natürlich ziemlich freuen, wenn ihr diesen abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet. Dann bleibt ihr nämlich immer auf dem neuesten Stand und verpasst kein einziges Video mehr von uns. Würde uns wirklich freuen und dann würde ich sagen, geht's jetzt auch schon los mit dem Video. Also, nehmen wir mal an, wir sind jetzt hier in DaVinci Resolve drinnen und haben hier unseren Text und wollen jetzt hier ein schönes Voice-Over dazu erstellen. Ich nehme ja gerade auf und habe hier mein Mikrofon. Brauchen wir eine Audiospur, die können wir jetzt zum Beispiel mit Audacity, einer Freeware-Software aufnehmen oder ähnlichen Programmen. Aber geht das Ganze nicht auch integriert in DaVinci Resolve? Das wäre doch viel cooler, oder? Es geht und ich werde euch zeigen, wie es funktioniert. Und falls ihr prinzipiell an dem Thema Audio interessiert seid in DaVinci Resolve, also Audio bearbeiten, mixen, exportieren etc. Ich habe mir neulich mal zwei Videos davon von DaVinci Resolve angeschaut, ging glaube ich zusammen irgendwie 2,5 Stunden und ich habe mir gedacht, es ist schon wirklich viel Hilfreiches drin, nur 2,5 Stunden könnten wir das nicht besser oder kürzer machen. Also, falls ihr Lust auf so eine Serie hättet, vielleicht mit zum Thema Audio Fairlight hier in DaVinci Resolve, schreibt es mal in die Kommentare und dann widmen wir uns jetzt dem eigenen Thema des Videos, dem eigentlichen Thema des Videos. Gut, damit wir erstmal hier Audio gescheit bearbeiten können, würde ich sagen, gehen wir hier erstmal ins Fairlight-Menü. Und das ist an meinem schönen Bild, an meinem großen Bildschirm. Ja, ja, ist auch schön. Ja, aber das ist jetzt an meinem Bildschirm hier schön übersichtlich, da ich einen einigermaßen großen Bildschirm habe. Manche Leute würden sagen, es ist zu klein, aber es ist nicht das Problem. So, wenn wir uns hier mal umschauen, was haben wir denn hier? Einen Record-Button. Passiert hier irgendwas? Nein. Das ist natürlich doof. Ich muss mir kurz mal anschauen. Stopp, hat das nicht auch irgendwie? Alt und K. Kommen wir zur letzten Position. Das ist ja schön. Alter, kann ich nicht abspielen. Aber, falls ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, schaut mal auf unseren YouTube-Kanal und ich verlinke es euch hier oben auch in der Abo-Box. Es ist so ein Teil aus unserem neuen Kurzfilm. Finde ich ziemlich nice geworden. Leider können wir euch nicht den ganzen Kurzfilm zeigen, aber machen wir weiter. Wir hätten hier unsere Audiospur. Ich würde sagen, wir erstellen uns kurz eine neue Mono. Wir wollen Monoton aufnehmen. Und dann, was haben wir hier? Hier ist was mit dem Mikrofon. Sehe ich jetzt auch nichts. Doof. Ja, es geht eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst einfach hier auf Fairlight drücken und dann auf Patch Input Output. Ah, jetzt kommen wir der ganzen Sache schon näher. Jetzt können wir hier unser Mikrofon auswählen und dann hier Audio Outputs. Nehmen wir einfach Track Input und jetzt haben wir hier Audio 2 ausgewählt. Falls ihr hier bei Audio 2 zwei Teile angezeigt bekommt, liegt es daran, dass das eine Stereospur ist. Dann wählt am besten vielleicht mal 1 aus und klickt dann auf Patch und dann könnt ihr nachträglich hier hingehen und hier Change Track Type to Mono auswählen. Hoffe ich mal, das funktioniert. Habe ich nicht überprüft, denke ich aber schon. So, jetzt haben wir das Mikrofon ausgewählt. Jetzt können wir auf Record drücken. Passiert immer noch nichts. Verdammt. Ja, ihr müsst nämlich hier erst bei Record auswählen, dass eure Stimme hier jetzt auch angezeigt wird. Und das sollte euch jetzt im Desktop-Audio auch abgespielt werden. Ich hoffe, das überschneidet sich nicht und klingt irgendwie komisch. Aber gut, jetzt könnten wir hier auf Record drücken und ich würde sagen, wir nehmen einfach unser Voice-Over auf. Also, dies ist ein Ausschnitt aus unserem Film Hector Sheergate Strikes Again. Aus Datenschutzgründen können wir euch leider nicht den ganzen Film zeigen, der wir ihn euch allerdings auch nicht komplett vorenthalten wollten. Okay, das war komisch. Da hat gerade mein DaVinci Resolve ein bisschen rumgesponnen. Ja, aber ich denke mal, ihr habt gesehen, wie es funktioniert, wenn wir jetzt einfach still sind. Ich mache hier kurz mal meine Aufnahmespur vom Mikrofon aus und dann hören wir uns das Ganze an. Dies ist ja
ein Ausschnitt aus unserem Film Hector Sheergate Strikes Again. Ja, ich denke mal, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, funktioniert das Ganze eigentlich einwandfrei. Ich hatte hier gerade ein bisschen Probleme beim Aufnehmen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Ganze rendern hätte sollen oder so. Dies ist ein Ausschnitt aus... Ja, weiß ich nicht genau, aber ich hatte auch... Es ist jetzt das erste Mal, dass es diese Probleme gibt. Sonst hat es bei mir eigentlich immer einwandfrei funktioniert. Also, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem ersten Audio-Tutorial ein bisschen weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig über eine positive Bewertung freuen. Falls ihr noch Wünsche, Anregungen, Fragen etc. zu neuen Videos habt oder zu diesem Themengebiet hier, schreibt sie uns doch einfach in die Kommentare, beantworten wir so gut es geht und ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr zu sagen als macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.